Moritz, ich freue mich sehr, dich zu deiner dritten Ausstellung hier bei uns und mit uns begrüßen zu können. Wir haben ja schon eine ganz gehörige Wegstrecke zusammen hinterher zurückgelegt. Mit dieser Ausstellung sogar jetzt einen sehr umfangreichen Katalog vorgelegt. Deine Arbeiten werden immer unter sehr unterschiedlichen Aspekten wahrgenommen. Einerseits natürlich als Ereignisse der Malerei und andererseits aber auch als etwas, dass du dich mit Phänomenen auseinandersetzt, die in unserer heutigen Zeit doch sehr weit verbreitet sind und inzwischen unser Leben sehr stark bestimmen, nämlich die ganze mediale Erscheinungswelt, die sich in Handys und Laptops darstellt, die einfach uns die Möglichkeit gibt, Bilder übereinander zu schichten, Räume zu morphen, Farben zu verändern, ein ganz anderes Licht zu erzeugen, Maßstäblichkeiten zu verschieben und auch diese Aspekte, wie ich das nennen würde, dieser neuen Art von Visualität, mit der wir konfrontiert sind und mit der wir auseinandersetzen, mit denen haben deine Bilder auch was zu tun. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie sich doch beides mischen kann, also sowohl das reine Malen, wie auch diese Erfahrung, die du mit unserer aktuellen Welt gemacht hast. Ja, da hast du natürlich völlig recht. Diese Aspekte tauchen alle in meiner Malerei auf. Ich würde sagen, dass der Ausgangspunkt immer doch das wirklich analoge malerische Erschaffen eines Bildes bei mir ist. Und ich von diesem Malprozess ausgehend dann auch dieses Inhaltliche probiere, in die Malerei einfließen zu lassen. Wie du schon richtig gesagt hast, in meinen Bildern tauchen ja immer wieder so Maßstabsvergrößerungen auf. Die Schichtung der verschiedenen Ebenen ist ein ganz wichtiger Aspekt in meiner Arbeit. Diese grundlegenden Faktoren von Malerei spielen einfach eine große Rolle. Ja, aber es sind doch zum Beispiel Erfahrungen mit fast der Ungreifbarkeit von Bewegung, die wir auch überall heute spüren. Ich meine, Bewegung ist ein sehr gewichtiges Element in den Bildern, aber die Bewegung ist so, dass man den Eindruck hat, dass die einzelnen Bewegungsebenen sich überlagern, sich verschlingen und sodass der Ursprung der Bewegung oder die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Bewegung gar nicht mehr so weit gegeben ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich setze ja auch bewusst verschiedene Bewegungsrhythmen gegeneinander, die sich in den verschiedenen Ebenen eigentlich durchdringen und irgendwie einen Kampf gegeneinander ausführen. Das taucht in vielen Arbeiten auf, manchmal auch in dass sich eine Bewegung gegen ein strenges Raster setzt oder ein Punktraster oder so, was ja auch wieder Bezüge doch auch zu Displays hat, durch Bezüge zu einem Pixel hat und sowas taucht öfter in meiner Malerei auf. Also ja, und dann hast du ja auch, wie man hier in dieser großen Arbeit ja sehr schön sieht, zwar sehr, sehr viele Bewegungsformen, aber du hast dann auch über das Schwarz und über so Verdichtungen dann auch fast so wie unterschiedliche Gravitationszentren für die Bewegung, dass man denkt, die Bewegung kreist um einen gewissen Schwerpunkt und löst sich dann aber auch wieder davon. Ja, ich muss sagen, dass die Bilder ja doch, oder die Bewegung in den Bildern entsteht relativ spontan und schnell. Und im Malprozess darüber nachzudenken, ist eigentlich fast unmöglich. Das sind fast automatisierte Bewegungen, die ich auf der Leinwand vollziehe, die von alleine entstehen. Und vielleicht habe ich einfach im Laufe der Zeit da ein gutes Gespür für bekommen, wie diese Bewegungen dann funktionieren, auch auf den großen Formaten.
Also fast wie, also bist du sowas wie so ein Derwisch der heutigen Zeit. Also jemand, der in seiner eigenen Körperlichkeit diese Elemente dieser schwer greifbaren und teilweise schwebenden Bewegung fast in der Lage ist umzusetzen. Ein anderes Element, was in dieser Arbeit eine große Rolle spielt und was man von Weitem erstmal gar nicht so einschätzen kann, ist die Sache, dass man erst denkt, die Arbeit hat mit Farbe relativ wenig oder nur sehr schwach zu tun. Und wenn man dann näher an sie herantritt, dann ist es geradezu eine Explosion von Farbe, weil es so viele kleine Farbsprengsel gibt, die sich dann im Nahbereich auf einmal entfalten. Und das ist ja ein häufiger Charakteristikum deiner Arbeit, dass man einen Eindruck hat von Nahem und der Eindruck von Weitem ist wieder ein ganz anderer. Ja, ja. Ja, also Farbigkeit ist mir auf jeden Fall sehr wichtig in meinen Arbeiten. Und es ist wirklich manchmal, dass eigentlich die Bewegung in den Arbeiten die Bühne bildet für das Entfalten der Farbigkeit, habe ich das Gefühl. Und ja, das hast du auch völlig richtig gesehen, dass man aus der Entfernung oft denkt, dass das fast monochrome Arbeiten sind oder Arbeiten, die ins Grau tendieren, und erst bei der längeren Betrachtung entfalten die dann so ihre ganze Farbkraft. Und speziell jetzt in den neuen Arbeiten, wie man hier eine sieht, ist die Fernwirkung ja eine ganz andere als die nahe. Wenn man wirklich nah rangeht, entstehen ja hier auf 2 Quadratzentimetern eine Vielfalt an Farbe, die schon sehr speziell ist. Man kann allerdings nicht davon sprechen, dass du jetzt eine spezielle Palette hättest, sondern man muss eher vielleicht sagen, dass du fast versuchst, das ganze Spektrum, also die ganze Reichhaltigkeit an Farbtönen zu entfalten. Ja, ja. Denn in dieser Arbeit können wir ja sehen, dass es hier im unteren Bereich sehr relativ viel Violett gibt. Ja, ja. Dann gibt es im mittleren Bereich Grün, dann gibt es im Zentrum irgendwie Gelb, ja. Und dann gibt es im oberen Bereich etwas mehr Orange und da drüben auch wieder Grün, sodass also dass es sowas, auch um sowas wie Farbzusammenhänge geht oder so ein Gesamt... so eine Gesamtmannigkeit ja, ja, von Farbe. Ja, ja, das spielt gerade auch eine noch größere Rolle in den neueren Arbeiten, dass das Farbspektrum noch sehr viel größer wird. Das kommt auch dadurch, dass die Farben sich ja im Malprozess untereinander mischen. Ich male die Bilder ja nass in nass und dadurch fließen verschiedene Farben ineinander, bilden da wieder ganz feine Zwischentöne. Das ist auch schon in anderen Arbeiten vorgekommen, die zum Beispiel diese streifigen Farbübergänge haben. In den Zwischenräumen mischen sich die Pigmente ja auch wieder zu ganz ungewöhnlichen Farben zusammen. Und ja, ich denke, diese Vielfalt an Farbe interessiert mich gerade schon sehr. Auf der anderen Seite auch immer diese Unterschwelligkeit von der Farbigkeit. Also, dass man gar nicht auf den ersten Blick genau sagen kann, was ist das überhaupt für eine Farbe, die auf dem Bild ist. Das, ja, und das ist ja an sich etwas, was wir heute eben in Auseinandersetzung mit den Medien doch auch viel als Erfahrung haben, dass es sowas wie eine Lokalfarbe gar nicht mehr gibt, dass Farbe etwas Freies ist, fast sich aus sich selbst Erzeugendes, etwas Scheinhaftes, was hier in den deinen Bildern dann irgendwie zu neuen Formen zusammenfindet. Ja, ja. Ja, Farbe und Licht gehen hier natürlich auch so eine Art Symbiose ein. Ne? Ja. Also das Licht, dieses spezielle Licht in meinen Arbeiten, sehr stark die Farbe bedingt und umgekehrt. Von der Anlage des Bildes her bist du ungewöhnlicherweise ein Maler, der entweder vom Hellen ins Dunkle oder vom Dunklen ins Helle geht. Ja, ja. Vielleicht kannst du hier in Bezug auf diese große Arbeit mal erläutern, was denn hier als Grundschicht drunter liegt. Ja. Hier. Man kann hier gar nicht so richtig von einer Grundschicht reden. Es ist auf jeden Fall mit einer hellen Farbigkeit begonnen, aber dann kommt wieder eine dunkle Schicht drüber, wieder eine helle Schicht, wieder eine farbige Schicht. Und die verschiedenen Pigmente kann ich dann wieder durch eine spezielle Technik hervorholen. Also teilweise diese dunkleren Schattenlinien, die man hier in der Arbeit sieht, sind eigentlich Schichten, die unter der obersten Schicht sind, die dann aber wieder nach oben gespült werden.
Und ähnlich verhält sich das auch mit den Farben. Das ist ja, geht ja eigentlich auch fast ineinander. Diese dunkle Schattenlinie ist ja nicht nur eine schwarze Linie, die wird dann ja hier vom Blauen ins, geht ja ins Magenta, ins Orange, ins Gelb über. Und das sind einfach verschiedenste Ebenen, die sich da durchdringen, würde ich sagen. Aber da hast du schon recht, dass oft auch Arbeiten, die am Ende fast weiß erscheinen, erstmal mit einer schwarzen Untermalung beginnen, was sehr ungewöhnlich ist. Besucher sind ja immer wieder fasziniert und wollen gerne wissen, wie das eigentlich gemacht ist. Dabei unterliegen sie dem Missverständnis, dass wenn wir das Geheimnis preisgeben würden, und das kann man ja auch ohne weiteres preisgeben, dass sie dann irgendwie mehr verstehen. Ja, ja. Aber eben darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht um so eine geheime Rezeptur, die in diesen Bildern drin ist, sondern es geht darum, dass diese Bilder eben doch durch sehr, sehr vielschichtiges Auftragen von Farbe entstehen und dadurch Überlagerungseffekte zustande kommen, wo man manchmal gar nicht vorhersehen kann, was eigentlich die untere Schicht ist, was die obere Schicht ist, was zuletzt kommt und wie sich dann dadurch auch gewisse Räumlichkeiten entwickeln. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob die Leute meinen, wenn man irgendwie ein Geheimnis preisgibt, dann würden sie schon verstehen, was heute in unserer Welt los ist. Dabei stellt uns die Welt ja diese großen Probleme der Verständlichkeit unserer komplexen medialen Verhältnisse. Und gleichzeitig haben die Bilder ja auch was mit einem Genießen von malerischem Schein zu tun. Ja. Und beides durchdringt sich hier. Und da gibt es kein Geheimnis, was irgendwie preiszugeben ist. Genau, das würde ich nämlich auch so sehen. Für mich ist das was ganz Selbstverständliches. Ich bediene mich halt den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Das sind verschiedenste Werkzeuge. Ich male mit ganz handelsüblicher Acrylfarbe. Und ich probiere da jetzt nicht irgendwie aus der Zauberkiste was hervorzuholen. Es ist für mich einfach eine Form von reiner Malerei, die in verschiedensten Schichten passiert. Ja, ja gut, das gibt es auch natürlich die Vermutung immer wieder von vielen Besuchern, dass es irgendwie was Gedrucktes ist, weil du sehr stark mit Schatten operierst, mit innerbildlichen Schatten und versucht man dann diese Schatten in ihrem malhaften Ursprung zu verfolgen, sieht man, dass es doch flach ist, dass es also was Scheinhaftes ist, aber dass dieser Schein nicht etwa dadurch erzeugt wird, dass am Computer irgendwie was voreingestellt ist und ausgedruckt ist, sondern dass es einfach ein relativ komplizierter Malprozess ist, der das dann Schritt für Schritt diese unterschiedlichen Dichtigkeiten, die ja in den Bildern eine Rolle spielen, dann einfach erzeugt. Ja. Vielleicht können wir uns auch mal diese Arbeit jetzt hier angucken. Ja. Das ist eine Arbeit, wo du mit einer Gegenläufigkeit von Bewegung operierst, also mit einer eindeutigeren Gegenläufigkeit von Bewegung als in dieser Arbeit. Ja, ja. Weil wir haben ja hier auf der einen Seite solche Rasterpunkte und auf der anderen Seite einen relativ freien Malduktus. Und dieser Malduktus wird dadurch noch rätselhafter und auch seltsamer in seiner Anmutung, dass ein Teil des Malduktus mit hellen Linien beschrieben wird und ein Teil einfach nur mit dunklen Linien. Ja, ja. Ja, sehr, sehr, sehr gut erfasst. Hier ist das natürlich besonders eindrücklich, wie sich diese zwei Bewegungsebenen, wie die gegeneinander arbeiten, aber dann doch auch durchdringen und man nicht genau weiß, welche Ebene jetzt dominiert. Das ist auch je nach Blickwinkel total unterschiedlich, welche Ebene jetzt die starke Dominante ist und welche im Hintergrund verschwindet. Mal denkt man, dass die Punkte oben drauf gesetzt sind, manchmal denkt man, die Punkte scheinen von unten durch oder sind irgendwie in diesen Pinselschwüngen drin. Ja, wie so ein Fernlicht irgendwie, was man von Weitem sieht. Man ist sich gar nicht darüber im Klaren, ob von hinten was guckt oder ob das auch Augen sind fast. Also eine Vielzahl von Augen von einem
fast utopisch-dämonischen Wesen oder ob das eben einfach etwas ist, was auf der Oberfläche drauf liegt, genau, ja, und sich irgendwie ungreifbar ausbreitet. Aber es hat ja ein bisschen den Effekt, dass man, wenn man sich das Bild anguckt, nie genau sagen kann eigentlich, wo greife ich das Bild oder wo packe ich es einfach? Wie schaffst du es denn in der Malerei, diese Balance zu halten? Ist das einfach Erfahrung oder? Ich denke schon, dass man dafür im Laufe der Zeit ein Gespür entwickelt. Und das dann, das funktioniert ja auch nicht bei jedem Bild. Es ist ja nicht jedes Bild, was gemalt wird, irgendwie gleich gut oder verlässt das Atelier. Es ist ja auch viel dabei, was man sich dann lange anguckt und entscheidet, na nee, da hat das vielleicht doch nicht so gut funktioniert. Also das sind ja ganz feine Nuancen, die da auch mitspielen. Ja, ja, das sind eben diese Nuancen und Balancen, ja, ja, und um dieses Schweben einfach hinzukriegen. Genau. Ja. Wir haben ja in dieser Ausstellung auch noch einen Bildtypus, wo du auch einige Bilder zu entwickelt hast, die was extrem Künstliches haben. Das sind diese Linienbilder, ja, die, ja, mit Neonfarben arbeiten, ja, wo du dann allerdings einen ungreifbaren Farbwechsel, ja, erzeugen kannst. Ja, ja. Was das Faszinierende ist, dass man versucht, der Linie zu folgen und man irgendwie immer wieder aus dem Rhythmus oder aus dem Linienprozess herauskommt und es fast für unmöglich hält, dass es irgendwie eine Linie ist. Ja, ist, ja, es eine Linie? Es, oder? Ist eine Linie und es ist ja auch wirklich eine durchgehende Linie, die keinen Anfang und kein Ende hat. Ja. Genau. Mhm. Das ist bei den Bildern so und ja, die entstehen natürlich auch sehr stark aus so einer sehr körperlichen Bewegung heraus, aber sind für mich auch fast wie eine Art Zeichnung, die sehr schnell und spontan direkt auf der Leinwand entsteht. Also man könnte ja auch vermuten, dass es Skizzen zu den Arbeiten gibt, dass ich mir erstmal überlege, wie könnte diese Linie verlaufen. Gerade auch, weil sie ja eine geschlossene Linie ist, muss ich ja irgendwann wieder im Malprozess dort ankommen, wo ich angefangen habe. Aber das entsteht tatsächlich sehr schnell und das braucht dann auch oft viele Versuche. Ich male die Bilder auch nass in nass, die werden dann sofort wieder ausradiert, wenn es nicht geklappt hat. Und so finde ich dann eigentlich direkt auf der Leinwand die Form. Aber es erfordert doch wahrscheinlich eine extrem hohe Konzentration. Total. Also, weil dein Körper muss ja extrem bewusst sein für dieses Format, für die Dimensionen, genau, des Formates. Also du musst ja in der Lage sein, deine eigene Körperlichkeit wirklich mit diesem Format fast eins werden zu lassen. Ja, ja. Also sowas wie ein Aufgehen deiner Identität im Grunde genommen in der Malfläche irgendwie zu erreichen. Ja, 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 das, das ist wohl so. Und es passiert natürlich auch öfter mal, dass ich bei der Zeichnung dann aus dem Format ausbreche, zu nah an den Rand rankomme, dann stimmen die Proportionen wieder nicht. Aber es gibt dann immer den Punkt, wo die Konzentration stimmt und alles passt. Es geht noch weiter, weil ich diese Linie ja nicht nur einmal male, ich gehe die ja noch unzählige Male im Nachhinein wieder nach, um die nachzukolorieren, um diesen Lichtschein weiter herauszuarbeiten. Und das fordert auch nochmal sehr viel Konzentration. Ja. Mhm. Ja. Es wird ja so ein bisschen übersehen bei Malerei, dass Malerei, wenn sie aus der Malerei selber entsteht, nicht nur was mit sich selbst zu tun hat, sondern sehr stark doch auch was zu tun hat mit einer, jetzt nenne ich das mal vielleicht etwas pathetisch, Freiheitsbewegung des, von dir selbst, des eigenen Künstlers oder auch des Suchens nach sich selbst auf so einer Bildfläche. Und insofern ist es doch auch eine Verkürzung, wenn man immer denkt, ja, das ist dann ein ästhetischer Prozess. Ja, ja. Dabei ist es doch viel stärker ein Suchen nach einem Rhythmus und einer Lebensbefindlichkeit eben in dem Raum, den man sich durch das Bildfeld irgendwie vorgibt. Ne? Klar. Ja. Ja.
Es gibt noch andere Arbeiten jetzt hier in der Ausstellung, die sehr stark so eine Art perlmuttartigen Glanz haben, wo sich die Farbe auch sehr schön verschiebt vom Kalten ins Warme. Wie kam es speziell zu diesen Bildern? Ja, das ist, da gibt es eine Reihe von Arbeiten zu, wo ich auch bewusst verschiedene Ebenen von Bewegungsrhythmen übereinander gelegt habe. Und dafür habe ich speziell andere Farben benutzt, die dann die einen anderen Glanz einfach haben. Ah, genau. Ja. Und ja. Hast du den mitunter auch verstärkt noch eine Art Glasur obendrauf oder durch eine Ich habe eigentlich probiert, den Glanz wieder wegzunehmen durch eine matte Firnis. Ja. Eigentlich Firnis, ich meine Bilder ja überhaupt nicht. Die sind immer reine Acrylfarbe, aber das war eine Reihe von Arbeiten, die mal nachbearbeitet wurden. Ja, ja, ja. Okay.